Etwas, was wir ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. So. Das müssen wir hier erstmal irgendwie ausbrechen. Damit willkommen zurück. Zu Tomb Raider. Was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Ach, Joel. Joel, du siehst aber alt aus. Wo ist Ellie, Mann? Okay, sorry. Freue mich nur so. Ich mag die Synchronstimme von Joel. Ja. Weil ich lach so aus Liebe. Das haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Jennifer Lawrence und Joel. Nice, okay. Ich hör auf. Better Love Story than Ellie und Joel. Toll. Ein Bogen. Gibt's einen Weg raus? Nein. Aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Ich habe einfach mal nur einen Bogen gefunden, guten. Ja, danke. Nice. Warum nicht? Hi. Vorsicht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ach, da ist das Gitter, okay. Hat geklappt. Wollen Sie da raus? Oh ja, Schleckmo. Halt. Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Oh, diese Grundstimme! Ich arbeite lieber allein. Joel! Okay, sorry. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. So, unsere Invasion. Erfolg bekommen, merkwürdige Bekanntschaft. Wir haben keine Munition, keine Pfeile, nichts. Na, deine Jente. Aber ein Giftpfeil, den haben wir, ne? Bräuchte ein bisschen Muni, Mann. Ein silbernes Zigarett. Aber woher soll ich jetzt Munition bekommen? Fragen über Fragen. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Ich habe ein... Es war ein Arbeitslager. Ich will natürlich nicht dazwischen reden, wenn die hier reden. Ist ja klar, ne? Kamera Action. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen. Sie führten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Ja, wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher.
Okay, gehen wir mal weiter auf jeden Fall. Durch die Tür. 1, 2 oder 3. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Okay. Oh, ich komme hier voll geworden. So, jetzt geht's ans Eingemachte, so wie es aussieht. Jetzt wird hier gleich erstmal mit uns durchgekämpft oder so. So, wo sehe ich noch welche? Was war das? Okay. Wir sind gut dabei. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Moment, einmal nachladen. Wow. Oh Gott. Oh. Okay. Ich geh mal wieder hier hoch, da ein bisschen Schutz. Aha! Oh nein, neben dem Kopf. Mehr Pfeile, mehr Pfeile, mehr Pfeile. Okay. Wir leben noch. Wir haben auch ziemlich viel getötet, so ist es nicht. Boah, da sind wir aber gut durchgekommen hier. So, mehr Holz. Erstmal alles looten, was geht. Schön Munition, Alter. Und Holz und... Oh, so viel Stuff wieder. Ich würde sagen, ich müsste doch irgendwie nachladen, ne? So, jetzt suchen wir mal eben die Häuser nach allem, was wir gebrauchen können. Alles mitnehmen, was geht. Ah, hier haben wir den anderen getötet, den Schlawiner. Ah, hier ist der andere, der liegt so vor dem Scheinwerfer. Hier liegt auch wieder ein totes Reh, Mann. Alles mitnehmen, was geht gerade. Da. Vielleicht müssen wir da rein, aber kommen wir auch hier hoch? Leider nicht. Ich glaube, da war noch eine Wache oben, ne? Die haben wir ja umgebracht. Genau, da ist sie noch. Hätte ich nämlich gerne mal den Loot. Oh, wie kommen wir denn da rüber? Du sollst da runter, Mann. Oh Gott, ist ein bisschen hoch. Kommen wir denn da rein? Egal, egal. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wir gehen mal hier. Hopp, hopp. Ja, wie kommen wir doch hier rein, ne? Bestimmt hier. Hallo. Aber
Habe ich hier nicht auch einen umgebracht? Oder irre ich mich? Anscheinend irre ich mich. Ah, jetzt kommen wir da rein. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Der Ausweg. Finden Sie Jacob. Kann ich jetzt einfach diesen Seilgedöns da... Was hat mir das gebracht? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Oh. Das können wir jetzt eine Brücke bauen. Seht ihr das? Zack. Ich hab verstanden, was das Spiel mir sagt. Und. Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das Artefakt so bald wie möglich. Wir kriegen nichts über Satellit rein. Zu viele Störungen. Licht der Wolkendecke. Als ob dieser Ort nicht existieren würde. Sollte er auch nicht. Wenn der Prophet die göttliche Quelle wirklich hier versteckt hat, hat er den perfekten... Ich versuche gerade nicht zu reden, wenn die da reden. Dann wäre vielleicht mal Leute zuhören. Sollen wir auch mal drauf achten. Was hat es mir jetzt gebracht, da hochzugehen? Das ist so meine Frage. Außer, naja, nichts. Weil wir nirgendwo weiterkommen hier. Ich kann auch nirgendwo ranspringen oder so. Ah, ich hab's doch, ich hab gesehen. Jacob, was macht ihr da? Ich spüre es. Die Sowjetaufzeichnungen sind recht überzeugend. Aber ich will selbst in diese Ruinen. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Vorerst. Guten Tag. So, einmal rein. Hallo, Jacob. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet... Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben.
weg hier. Ich finde sie. Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Verstecken Sie sich vor den Trinity-Soldaten. Das ist mein Motto. Kann ich da durch? Ja, ne? Oh. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. So, okay. Erstmal hier das die Map snacken und jetzt geht's weiter. Ah ne, da liegt noch was. Alles mitnehmen, was geht. EP, 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 Leute. Ich muss hier raus. Ja, sind wir ja bei, oder? Hetz mich nicht so, Lara. Hetz mich nicht so, Lara. Ein Militärabzeichen der Trinity. Ja, nice, da ist er. So. Einmal drehen hier, oder was? Ach, ich verstehe schon. Jetzt muss ich das drehen hier. La 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 la. So. Wir sind hinter mir, ne? Geh ich mal weiter. Oh Gott. Oh. Wir haben ein Sturmgewehr bekommen. Oh, endlich habe ich ein Sturmgewehr, Mann. Komm, mehr Leute her. Ich habe jetzt ein Sturmgewehr. Kommt her, ich habe ein Sturmgewehr. Ha. Dead Wimes. Alles snacken, was geht nebenbei. Das ist immer wichtig, Leute. Wie Munition voll. Was für eine Frechheit. Ich muss sagen, die Zielen ist so ein bisschen quacky gerade auf der Konsole, aber es geht. Kopftreffer. Was, ich darf nicht mehr davon mitnehmen? Frechheit. Erstmal looten. Ich habe immer volle Muni, was ist da los? Und ich darf das ganze Erz nicht mitnehmen. Aha, aus Blechdose können sie Schrapnellgranaten machen, die Feinde im Aufbau bewegungsunfähig machen. Okay, ich kann anscheinend aus Blechdosen Granaten bauen. Auch interessant zu wissen. Habe ich keine Blechdose? Aber wie kann ich den Granaten werfen, wollte ich gerade fragen. Geht's mal weiter.
Ich glaube, die Dose buggt. Oh, die Dose steckt fest. Wie dumm, ey. Scheiß Dose, Mann. Oh. Entschuldigung. Ah, die Dose backte rum. Das fand mich ein bisschen. Das fand ich ein bisschen traurig. So. Ja, ja, laber nicht. So. Oh nein. So. Jetzt haben wir immer schon ein Sturmgewehr mittlerweile. Einfach hübsch. Finde ich, sind wir gut dabei mit dem Sturmgewehr. Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt ihn! Verdammt! Scheiße! Oh, scheiße! Erstmal ins Lagerfeuer setzen. YOLO! Soll er sich alleine drum kümmern? Okay. Werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Das wäre doch mal ein nicer Dicer. So, haben wir noch was bekommen? Ich lasse das mal alles erstmal so. Okay, das lassen wir erstmal alles so und bis zur nächsten Folge.